Untersuche geheimnisvolle Kratzspuren. Also am besten landet ihr hier direkt auf dem Turm oben. Geht hier rein, hier auf dem Kühlschrank findet ihr die erste Kratzspur. Ihr braucht 3 Stück. Ihr geht hier entlang, springt hier runter. Am besten macht ihr das natürlich in Gruppenkeile. Hier findet ihr die zweite Kratzspur. Dann geht ihr immer dem Weg nach. Und hier habt ihr die dritte Kratzspur. Und somit habt ihr die Quest erledigt. Ihr müsst einfach die Runde starten und Acht geben, wohin die Flugzeuge fliegen. Dann seht ihr auch, wo die landen. Ansonsten könnt ihr danach abwarten, sobald die am Boden sind. Könnt ihr da reinschauen. Da haben wir's. Finde Wolverines Trophäe in Dirty Docks. Also ihr müsst in Dirty Docks hier landen beim Gebäude ganz außen. Geht hier rein, geht einmal kurz nach rechts und dann wieder links hier rein. Zerschlagt hier die Kiste und hier findet ihr die Trophäe. Katapultiere dich von allen Sentinel-Händen nach oben, ohne zwischendurch den Boden zu berühren. Ihr landet ganz einfach bei dem Sentinel, der da das Bein im Haus hat. Geht dann hier auf den Impuls rauf und schon werdet ihr von Hand zu Hand geschossen. Finde einen Trusk-Transporter. Ihr müsst eigentlich nur in der Nähe vom Leuchtturm hin. Genau hier auf der kleinen Insel müsst ihr landen und schon habt ihr die Quest erfüllt. Besiege Wolverine. Also ihr müsstet da Schild mal nehmen, damit ihr da sicher seid. Ihr geht da irgendwo auf einem Dach rauf, hittet ihn an, dass er euch bemerkt. So, jetzt haben wir ihn mal zornig gemacht. Treffen wir halt auch noch angesagt. Und weil ihr ja oben auf dem Dach seid, er weiß nicht, was machen, bleibt da ganz einfach stehen und wehrt sich nicht. Wenn ihr nicht auf dem Dach oben seid, dann würde ich euch vorschlagen, mindestens 200 Leben zu haben, also 100 HP und 100 Schild.